Heute möchte ich euch die App Pinio, ich denke mal so jetzt ausgesprochen, vorstellen, mit der man unterwegs an Umfragen teilnehmen kann und dadurch ein wenig Geld verdient, was man dann wiederum in Gutscheine umtauschen kann. So, hier sehen wir auch gleich schon das Startmenü. Es gibt zwei unterschiedliche Sachen. Einmal Quickies, davon kann man ja eine bestimmte Anzahl, ich weiß jetzt leider nicht genau, 4 oder 5 am Tag, ist auch glaube ich immer unterschiedlich, machen, wofür man nur Erfahrung bekommt. Hier oben sieht man dann das Level, kann man auch aufsteigen. Und darunter Umfragen, und zwar ist da gerade eine Kfz-Umfrage, die können wir uns später mal angucken. Mal gucken, was es sonst noch so gibt. Bei mehr so die typischen Einstellungen und Freunde werben. Ich glaube, am Anfang kriegt man nur 20 Cent. Und je höher man steigt an den Level, desto mehr kriegt man. Mit dem Level wird man so ein bisschen motiviert weiterzumachen. Finde ich eigentlich eine recht nette Idee. Keine Sorge, bei anderen Handys funktioniert auch die App etwas besser. Das ist nur mein altes S2. Da funktioniert das alles nicht mehr so flüssig. Nun gut, Benachrichtigungen natürlich, damit man sofort mitmachen kann. Hier sieht man jetzt, wo ich schon dran teilgenommen habe, 7 Umfragen, 484 Quickies, also ziemlich viele. Das sind aber die einzelnen Fragen dann. Ja, noch keine Gutscheine, beziehungsweise einen habe ich, und zwar gab es den berühmten bestimmten Level-Up bei Foodist. Mal sehen, ob ich den überhaupt bestellen werde. Ich denke, das Interessanteste dürfte für viele Amazon sein. Da gibt es dann, muss man 10 Euro, die man verdient hat, hier ist der aktuelle Kontostand, einlösen. Kriegt man 10 Euro Amazon-Gutschein. Oder zum Beispiel Lieferheld muss man nur 1,50 ausgeben. Beziehungsweise andersrum, 2 Euro für 1,50 und so weiter und so fort. Kann man mal drauf gehen. Ah, genau, für 1,50 kann man es kaufen. Und kriegt dann 2 Euro Gutschein. Kann man noch spenden, wenn man möchte. Da gibt es dann verschiedene Projekte. Aber wie gesagt, ich denke, die meisten werden für Amazon sparen. So zumindest ich. So, dann gehen wir wieder auf die Startseite und machen dann mal so ein Quickie. Wir haben gerade gesehen, hat die Umfrage war nicht mehr da. Die ist meistens irgendwie limitiert auf eine bestimmte Anzahl, also so 2000. Und da muss man sich dann relativ beeilen, was zu bekommen. Hätte ich vielleicht am Anfang machen können, aber nun gut. Welchen der Namen benutzt du? Prag. Aha, Prag. Sieht man halt wieder, wie abgestimmt wurde, und dann drückt man hier unten einfach auf Weiter. Der DAX hat erstmals die Marke von 11.000 Punkten geknackt. Das verfolge ich natürlich. Und wie gesagt, auf anderen Handys ist das alles viel flüssiger. Ja, das sollte einfach mal legal sein. Verstanden, alles klar. Ich mache das auch zeitgleich auf iOS. Also bin jetzt nicht nur unter Android da unterwegs. App gibt es für beide. Wie stehst du zur Homo-Ehe? Ja, mir egal eigentlich. Und dann gibt man halt, beantwortet man so die ganzen Fragen. Hier oben sieht man dann so eine Leiste, wie weit man gerade ist bei dem aktuellen. Und man schloss es, und dann kann man so ein bisschen was verdienen. Ist natürlich klar, dass man jetzt keine Millionen in der Woche verdient, beziehungsweise auch kein, nicht jede Woche so ein Amazon-Gutschein. Also es dauert schon eine Weile. Ich bin jetzt knapp eine Woche, denke ich mal, vielleicht ein bisschen mehr dabei und habe noch nicht mal ganz 2 Euro. Also das dauert schon ein bisschen. Ich denke, so nebenbei, wenn man Lust hat und bereit ist, Fragen zu beantworten, dann ist das schon eine ganz nette Idee.